Unless ich auch die Aktien gemacht habe. Now we're talking, ja. Das Hockney, das sind Stills aus dem Film. Wir haben mit Upon Paper Magazine ein extrem großes Format gewählt. Wir haben ein Format gewählt, was sozusagen das übliche Genre des Magazins sprengt. Insofern ist auch die Typisierung des Magazins innerhalb einer Gattung per se sehr, sehr schwierig. Wir haben im Prinzip eine Mischform aus einem journalistischen Ansatz. Wir haben einen Ansatz, der sehr stark dem eines Portfolios entspricht. Insofern ist Upon Paper eine Kreation, die eine sehr starke Eigenständigkeit hat. Es gibt für jedes Magazin eine thematische Ausrichtung. Die kann sehr stark konkret, die kann sehr stark abstrakt sein. In beiden Fällen wird über ein Thema berichtet. In beiden Fällen ist das Thema Anlass für Künstler, die wir einladen, Journalisten, Autoren, die wir einladen, zu dem Thema etwas zu entwickeln, etwas zu kreieren, was eine sehr starke Eigenständigkeit hat, das sozusagen die Grenzen auch des Magazins verlässt, insofern eine Eigenständigkeit ist, als dass das Format einlädt auch für Autoren und Künstler zu ganz anderen, zu neuen Kreationen zu kommen, die das Thema behandeln. Das ist die Kriterien der Auswahl unserer Werke, hier gezeigten Werke, ist zum einen sehr stark in Verbindung mit dem Magazin entstanden, zum anderen allerdings auch sehr stark in Verbindung mit dem Thema, das das Magazin behandelt, nämlich den Kunstort Los Angeles, deswegen auch der Titel der Ausstellung LA Planet, sodass wir im Prinzip nicht nur auf Werke zurückgreifen, die wir zum Teil im Magazin gezeigt haben, sondern auch innerhalb des Oeuvres der dort präsentierten Künstler andere Werke dieser Künstler zeigen oder Werke außerhalb der Range des im Magazin gezeigten Werkkonvoluts, um das Thema auch dem Raum entsprechend zu inszenieren und nicht einfach eine Ausstellung zu generieren, die das Magazin illustrieren soll oder das Magazin inszenieren soll. Also es ist ein sehr eigenständiges Projekt, was sozusagen mit den Möglichkeiten des Raums auch ganz klar im Zusammenhang steht.